Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatons. Heute packen wir 4 Spiele aus, 2 für die Xbox One, 1 für die PlayStation 4 und 1 für die Nintendo Wii U sogar. Ja, ich war im Saturn, habe mir dann mal ein paar Spiele gekauft, wo ich eh Bock drauf hatte, die ich eigentlich haben wollte, weil sie in Aktion waren, aber dazu erzähle ich ein bisschen mehr später. Ja, ich habe mir Gears 5 geholt, dann Crackdown 3, die Säulen der Erde und Transformer Prime, das Spiel für die Wii U. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem PS4-Spiel aus. Da habe ich mir die Säulen der Erde geholt. Das war in der Grabbelkiste für 14,97. Ich muss das aber öffnen, weil hier ist ein Riss drin. Leider ist dieser Riss, ich weiß nicht, wie der da reingekommen ist, nicht nur in der Hülle, sondern auch im Cover. Ärgert mich ein bisschen. Leider ist es das letzte Spiel gewesen in der Grabbelkiste und ich wollte es jetzt nicht umtauschen gegen ein anderes Spiel. Kommt von der Dedenic und ist ein, ja, ich glaube, ein Point-and-Click. In diesem wunderschönen Grafik-Look. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich werde übrigens auch zu jedem Spiel einen Trailer verlinken. Gibt es für die Xbox One und PlayStation 4. Das ist aber leider so eine Season-Disc. Hier sind die ersten 8, glaube ich, Kapitel drauf. Und danach musst du den Rest halt downloaden. Wird alleine gemacht. Finde ich immer schade, dass es nicht komplett drauf ist. Aber wenn es jetzt alles schon erschienen ist und ich kriege das direkt runter, ist es erstmal okay. Für 14,97 sage ich dann nicht nein, weil das Spiel hat mich eh immer interessiert. Ist auch komplett in Deutsch. Und hier steht noch 100 mit über 200 handgemalten Hintergrundgründe zum Leben erweckt. Ja, es geht so einen Spieler, braucht 5,8 GB, DualShock 4 werden zumindest unterstützt. HD-Videoausgang ist 27p, 1080i, 1080p, unterstützt Remote-Play der PS Vita und die PS4 Pro. Ja, ich denke mal, das wird interessant sein. Also, ich fand das schon, wo das zum Release erschienen ist, ich glaube, für 39,99 fand ich das schon interessant. Aber jetzt habe ich es mal mitgenommen. Wie gesagt, sieht man das hier, diesen Cutsch, das ist echt ein bisschen ärgerlich. Beinhaltet die ersten 7 Kapitel unter Season Pass. Für alle weiteren Kapitel muss man halt dann runterladen. Leider dann kein Booklet bei. Schade. Aber guckt euch den Trailer an. Wie gesagt, ich werde ihn euch verlinken. Dann haben wir hier Transformer Prime, das Spiel. Ich mag die Animationsserie eigentlich sehr gerne. Die war mal eine lange Zeit lang auf Nickelodeon gelaufen. Und ja, habe ich gerne geguckt, wenn es konnte. Ich habe mir damals auch die Wii-Fassung gekauft. Ich glaube, die Wii-Fassung unterscheidet sich nicht großartig. War aber auch in der Grabbelkiste. Ich weiß den Preis nicht mehr, ich glaube 9,99 €. Und da habe ich es gerne nochmal für die View-Sammlung mitgenommen. Und ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich mag das Spiel auch. Und ja, 12 Jahre freigeben ist nicht schwer, aber für Fans der Serie, das geht ruhig mal im Blick. Hier könnte ich auch die Wii-Fassung kaufen. Geht zu einem Spieler, ein bis zwei Spieler. Der View-Controller wird unterstützt, das Gamepad, der Nunchuck und die Wii-Mode. Und ja, gucken wir rein. Oh, sogar. Ich weiß gar nicht, sieht die Wii das anders aus. Hätte ich mal als Vergleich nehmen können. Da haben wir noch so ein Fallplättchen. Ja, ganz nett. Immerhin etwas. Wie gesagt, die Serie fand ich ganz gut. Das Spiel war auch ganz gut. Die Fans der Serie auf jeden Fall ein Blick wert, gerade für den kleinen Preis. Dann haben wir hier Crackdown 3. Da hatte mal der Levis ein Video gemacht, dass das bei Saturn im Mediamarkt, glaube ich, für 10 Euro im Angebot war. Und bei mir hat es echt noch 55 Euro gekostet. Und dann habe ich bei mir Saturn Online geguckt, da hat es 11,99 € gekostet. Dann bin ich halt zu den Typen gegangen, hey, wie habt das? Ich wollte die beiden Spiele gerne auch mitnehmen, aber das kostet 11,99 € bei euch. Und dann hat er geguckt und dann habe ich die 11,99 € bekommen. Ich weiß, bei Amazon bekommt man es jetzt für 6,99 €, aber ihr müsst ja da auch die 5,18 € bezahlen. Und ich habe die ersten zwei Crackdown-Teile, den zweiten fand ich eigentlich sehr gut, den ersten habe ich schon ein bisschen gespielt. Und der dritte weiß ich ja nicht, der ist ja, war ja auch lange in der Entwicklung, war dann nochmal hingeworfen und neu entwickelt worden. Und soll gar nicht so schlecht sein. Und für den Preis nimmt es gerne mal mit. Gefährliches Spiel in der offenen Welt. Spiel allein und mit Freunden im Koop-Modus. Dein Einsatz ist gefragt. Ja, optimiert für die Xbox One Ultra HD steht da. Ein Spieler, Multiplayer 8 bis 10 Spieler. Koop-Multiplayer 2 Spieler. Ja, bin mal gespannt, wie das so ist. Da hoffen wir da jetzt eigentlich nicht so viel. Aber man weiß ja nie. So sieht die Disc aus. Und für die Sammlung habe ich auch mal gerne mitgenommen. Wo ich mich sehr drauf gefreut habe, mir aber leider beim Release nicht kaufen konnte, war Gears 5. Weil ich habe mir da andere Sachen, ich musste halt wieder stornieren. Das habe ich mir für, ich glaube, 55 Euro bei mir im Saturn gekauft, in der normalen Standardfassung. Ich glaube, da geht ja direkt die Geschichte von Gears 4 weiter. Gears 4 fand ich eigentlich gut, ist jetzt nicht mein Lieblings-Gear. Ich fand 2 besser und 1. Aber ich bin gespannt, wie das ist. Hier ist dann der Escape-Modus, entkomme der Bombe und überliste dann Schwarm. Ride on Die, 5 Wege zum Spielen, eine unglaubliche Reise. Der Versus-Modus, Map-Boiler, Horde. Ja, und sieht auch sehr gut aus, wie ich gesehen habe. Ja, ich bin gespannt, wie die Story weitergeht. Um die Mutter und ich will nicht so viel spoilern und die Tochter.
Ja, dann haben wir hier die Disk. Na, komm raus, den Online-Pass-Werbung. Was also ist das sogar der Online-Pass? Ja, zum Testen. Und ein Sticker oder zwei oder drei. Ne, zwei. Ja, das sind die Spiele, die ich mir gekauft habe. Zwei neue Spiele für die Xbox One, ein Wii U-Spiel und ein PS4-Spiel bei Saturn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr die Spiele schon gespielt habt, könnt ihr mir gerne wie immer eure Meinung schreiben. Wenn euch ein Spiel interessieren sollte, in der Videobeschreibung sind Trailer verlinkt. Guckt sie euch an. Ansonsten bin ich jetzt weg. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bedanke mich für eure Zeit und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Gabatons. Ciao.